Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wie versprochen machen wir heute hier mit der Hauptmission weiter, Jins Reise, Wölfe vor den Toren. Da haben wir auch gar nicht mehr weit hin. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Genau, letzten Folge hatten wir hier das Dorf befreit von dem Sago. Der hat ja Menschenhändler, würde ich es mal sagen. Also der hat halt die Frauen dort verkauft, dass sie halt ihre Ruhe haben. Genau. Und heute geht es weiter mit dieser Quest hier. Hier unten können wir auch noch weitermachen. Hier haben wir noch ein paar Fragezeichen. In das alte Gebiet können wir jetzt noch gar nicht zurück, weil wir immer noch im Exil sind. Aber ich habe, genau, weil wir noch im Exil sind. Ich habe aber gesehen, dass hier noch ein paar Fragezeichen sind. Die waren vorher noch nicht da. Die müssen wir auf jeden Fall noch anschauen. Aber das kriegen wir schon hin. Genau, jetzt würde ich sagen, zurück. 206 Schmiede. Und hier sieht man aktuell nichts. Schauen, dass wir irgendwo runterkommen. Ah, hier geht's runter. Ich brauche das Bildbackgerät an. Ich vergesse es jedes Mal, Leute. Und zockt ihr nicht auch Ghost of Tsushima? Würde mich eigentlich mal interessieren. Und wie gefällt es denn euch? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Also mir gefällt es bislang eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und wenn alles hinhaut, dann würde ich auch gerne Platin machen. Aber ich verspreche jetzt mal nichts mit Platin. Ich habe mir die Trophäen auch noch gar nicht angeschaut. Also was man da alles genau für Trophäen braucht, das mache ich dann erst nach dem Durchgang, nach dem ersten. Dann kann man wirklich schauen, was speziell noch gebraucht wird. Ich habe bloß mal was durchgelesen, dass halt keine verpassbare Trophäe dabei ist. Also kann man es ganz in Ruhe durchzocken. Sagt doch eigentlich in die Richtung, oder? Oben irgendwo. Ja, da oben. Bitterhügel. Könnte gleich da hochgehen, aber ich gehe erstmal hier lang. Und dort oben wäre eigentlich ein Schrein. Haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht. Den machen wir aber gleich, Leute. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir den gleich. Kranichbergschrein. Schreine gehen eigentlich immer relativ easy. Und ich denke mir, dass wir die auf jeden Fall auch für die Trophy brauchen. Bin ja gespannt, wie lange wir noch im Exil sind, also den Status vom Exil haben. War knapp. Ein bisschen rausgedriftet. Ja, läuft doch bis jetzt. Ich
Oh. Ja, leicht geschwitzt jetzt. Okay, sehr schön. Donnerkamis, was macht der? Vorteil in Fähigkeiten, die Gegner verängstigen, treten wir einer Chance von 25% eher auf. Okay, und dann geht's zur Hauptstory. Dort hoch. Schauen wir, wie wir hochkommen überhaupt. Aber hier glaube ich, sieht's gut aus. Scheint auch wieder so eine Art Lager zu sein hier. Ja. Takeshis Lager. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Sprich mit Takeshi. Darf ich euch helfen, mein Herr? Ja, erstmal alles einsammeln und dann können wir quatschen. Gut. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen. Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Sprich mit Takeshi beim Klippenausguck.
Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Wölfe vor den Toren. Okay, Reise nach Fort Kaminodake. Wir schauen mal. Okay, hier gibt es keine Schnellreise. Da müssen wir also komplett zu Fuß hin. Okay. Gehen wir hier runter? Okay, dann würde ich sagen, go, go, go. Ich werde auch gleich das Pferd nehmen, bloß hier in den komischen Bergen. Da weiß man nicht, ob man irgendwo runterhüpfen muss. Aber hier schaut es gut aus. Okay. Das war der Schrein. Ja, hier ist auch wieder ein Vogel hinterher. Ein Fragezeichen. Okay, so ein Altar wieder. Schmiede. Also das mit der PlayStation, das nervt schon gescheit mit dem, dass dieses Laufwerk da immer wieder dreht. Jede Stunde circa ist es. Ist jetzt gerade im den Ton erschalten fürs Mikro. Jetzt hätte das jeder voll gehört. Ich hoffe mal, dass sie das bald mal fixen. Was ist los? Das ist ein Bär. Ich habe einen Bär gehört. Da geht es auch schon hoch, okay. Wie soll man hier unten aber nochmal? Wer will kämpfen? Und schauen dann gleich noch in die Häuser rein. Für die Gurbet, für ihn helfen. Ja! Okay, dann schauen wir uns hier noch mal kurz um. Hier scheint nichts groß zu sein, gell? Bloß ein bisschen. Aber bei Nacht siehst du eigentlich fast gar nichts in dem Haus, das ist heftig. Passt es irgendwie nicht so mit den Lichtverhältnissen. Oh.
Höher! Ja, ich komme ja schon. Still halten. Das kann ich euch niemals vergelten, Fürst Zakai. Das müsst ihr auch nicht. Sagt mir nur, wie haben sie euch erwischt? Ich war unterwegs auf der Suche nach Hilfe. Doch ich sehe nachts nicht gut. Ich habe die Mongolen am Weg erst bemerkt, als es schon zu spät war. Wenn sie noch dort sind, erledige ich sie. Geht. Ihr seid frei. Okay. Mhm. Haben wir hier wieder was? Langsam wird schon. Auf ins Holzfällerlager. Trifft der Keshis Jäger im Holzfällerlager? Ja, hier drüben, oder? Vor Kamino Dake. Wir kletterten hoch, aber es dauerte Stunden. Wenn wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher doch. Ja, das müssen wir zu weit oben hier. Achso. Okay, hab schon gesehen. Habt ihr das gesehen? Juna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Wir spähen mal. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Juna. Sie war eine gute Lehrerin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück.
Ja, kein Kunai mehr. Mach doch gar nichts. So, wir müssen mit dem reden. Okay. Was für Tiere machen sowas? Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vor um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Ja, ich will mir jetzt erstmal schnell hier umschauen, bitte. Mit dem Haus habe ich auch noch richtig. Ich soll für ihn den Weg freimachen. Umgeschaut. Er konnte euch nicht einen Samurai mitgeben? Ich sagte ihm, ihr würdet helfen. Hat ihm sicher gefallen. Okay, müssen wir später nochmal umschauen. Vom Südtor. Sehen nach was los. Versuchen wir den Kampf beim Toyotama-Tor. Hier rüber. Yuna, sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Okay. Okay, wie kommen wir jetzt? Wir müssen jetzt wirklich hier komplett durch, oder wie? Okay. Yeah.
im Anmarsch! Gott, mach doch lieber fertig, was ist denn los mit euch? Hier oben noch welche? Wir müssen meinen Freunden am Tor helfen! Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht. Jetzt verstehe ich. Ihr seid der Geist, aber ihr solltet 3 Meter groß sein. Kämpft weiter! 3 Meter groß. Endlich seid ihr hier! Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich! Seid vorsichtig, Kenji! Ich versuche es! Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Das war Wasser von uns. Wie viele Mongolen sind übrig? Nur die wenigen hier. Dann beenden wir es. Los, Sakai! Gerade rechtzeitig. Schwingt weiter, Norio. Für den Geist! Der Geist! Okay, läuft doch. Das war knapp. Das vorgehört uns, mein Herr. Jo, Baby. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Okay, sehr schön. 4 Geschichten aktualisiert. Oh, da haben wir was zu tun. Schauen wir auf der Karte. Sehr schön. Jetzt geht es hier ein bisschen auf mal. Oh, wir können jetzt auch wieder hier runter. Sau cool. Gut, machen wir gleich das Fragezeichen. Haben wir eh schon. Hier wird der Leuchtturm sein. Ja. Grün. Nicht alles im Winter. Asago-Leuchtturm.
Leuchte in einem verfolgten Ort angekommen. Okay. Jetzt wollte ich aber mal schauen, weil die unten die Fragezeichen. Hier ist ein Fragezeichen. Weißt du was, die machen wir jetzt noch schnell. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Was ist denn das alles? Machen wir jetzt einfach. Ja, ich hatte eigentlich alle abgeschlossen, bevor das Gebiet abgeschlossen war. Sind das so Spezialorte vielleicht oder irgendwie so? Irgendwas hier hinten. Irgendwas Geheimnisvolles. Ah, ein Bambus. Okay. Okay, wir probieren es mal. Ah, das hasse ich. Rumgekrüppeln hier. Okay. Okay, sehr schön. Was sind das da für welche? Alter Schwede! Ja, hier? Der sieht mir gar nicht. Ich lasse ihn nicht vorbei. Du bist ruhig. Wieso greifen die Ronin euch an? Okay. Okay, dann haben wir das auch und dann machen wir gleich hier weiter. Eine Schnellreise. Ich schwöre, ich sah die Gestalt eines Oni am Horizont. Komisch, dass ich das übersehen habe. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass mir das nicht angezeigt wurde. Oder es ist mir jetzt, es wird mir jetzt angezeigt, weil ich eben die verschiedenen Skills noch geskillt habe. Ja, genau, deswegen wird es mir angezeigt. Fuchsbau.
kann dir gleich mal zeigen, warum. Also, meine Vermutung. Talisman macht erhöht. Und zwar, wenn wir hierher schauen, und zwar bei Erkundung, die hatte ich erst vor kurzem geskillt hier und deswegen, also die hier. Genau. Deswegen wird es mir die jetzt anzeigen auf der Karte. Okay. Gut, haben wir das. Oh, hier sind auch noch überall Fragezeichen. Hier ist auch noch was. Was haben wir hier übersehen? Sind die auch noch Fragezeichen? Ne, hier scheint, dass ich alles alleine gefunden habe. Machen wir das gleich. Wir wollen natürlich, soweit es geht, alles erledigen. Obwohl ich eigentlich hier auch alles abgesucht habe, aber wieder ein Fuchsbau, heftig. Seelenhain-Friedhof. Super. Klar. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die zwei noch. Etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Brandpfeil. Verbesserung. Sprengpfeil. Ah, da können wir ein bisschen. Ich hoffe, das hilft. Brandpfeil könnten wir eigentlich auch verbessern. Nur für euch. Schwerer Fall.
das hilft. Bis bald. Mögen eure Jagden erfolgreich sein. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Sieht nämlich auch wieder nach einem Fuchsbau aus. Nee, eine heiße Quelle. Okay. Sau cool, hä? Yuriko brachte mich immer zum Onsen, wenn ich krank war. Einmal täuschte ich Husten vor und badete den ganzen Nachmittag. Sie hat mich sicher durchschaut und ließ es durchgehen. Sehr schön. Dann gehen wir gleich hier weiter. Ja, okay, das ist wieder so ein Altar. Aber da sieht man eigentlich mal, was man alles so übersehen hat. Säule der Ehre. Okay, jetzt wollte ich bloß noch mal schauen. Wo waren wir denn hier? Das ist der Schwarzmaler. Ich wollte zu dem Weißmaler. Der ist hier irgendwo. Da oben. Ja, da gab es nämlich auch noch was für die Rüstung. Meine Familie nutzt weiße Farbe schon seit Generationen. Kensei-Rüstung, Ronin-Verkleidung. Die Mongolen werden glauben, dem Tod gegenüberzustehen. Okay. Danke. Der Tod selbst. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber an der Stelle Schluss und ja, schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Er steht zwar da, Akt 3, töte den Khan. Ja, das werden wir jetzt aber noch nicht machen. Weil ich wollte schon jetzt die Karte hier abschließen. Genau. 7:15 Freitag haben eh noch einiges vor uns. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Mann, Mann, Mann. Hier sind auch noch Fragezeichen. Gut, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.